Meine Damen und Herren, ich eröffne die Plenarsitzung. Letzter Plenartag vor der Sommerpause. Längster Tag des Jahres, gell? Kollege Utter hat mich gerade darauf hingewiesen. Der Wetterbeauftragte. Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest und bitte alle heute sehr diszipliniert und zügig zu tagen. Sind die Punkte 7 und 10 noch offen, 14 bis 37, 39 bis 47, 49 noch ein bisschen was, 51 bis 54, 57, 68 bis 72, 74 und 76 bis 78. Wir tagen heute bis zur Erledigung der Gesetzeslesungen bei einer Mittagspause von einer Stunde. Wir beginnen mit den Anträgen für die aktuellen Stunden. Das ist bekannt. Fehlen heute entschuldigt ganztägig der Herr Landtagspräsident Norbert Kartmann wegen eines Trauerfalls in der Familie, der Herr Ministerpräsident Volker Bouffier ab 17 Uhr, die Frau Staatsministerin Puttrich bis 10 Uhr, der Staatsminister Dr. Schäfer bis 15 Uhr, Herr Staatsminister Grüttner ganztägig, sind von den Abgeordneten entschuldigt, die Frau Abg. Wallmann, der Kollege Lothar Gwanz, er ist erkrankt, dem wünschen wir alles Gute für seine Genesung, genauso ja, ist operiert worden am Knie, irgendwie alter Fußballer, geht aber aufwärts wieder auf dem Weg der Besserung, das freut uns, und die Frau Kollegin Karin Hartmann ist auch erkrankt, sie wird auch auf dem Weg der Besserung sein. Ja. Und die Ulrike Alex ist auch entschuldigt. Ganz ehrlich. Judith Lannert ist entschuldigt. Haben wir sonst noch etwas an Entschuldigungen? Das ist nicht der Fall, meine Damen und Herren. Jetzt gibt es etwas Erfreuliches zu berichten. Es war schon gar nicht mehr. Keiner hat mehr daran geglaubt, aber unsere Landtagsmannschaft hat gestern Abend 2:0 gewonnen. Wir sind überrascht, dass Wolfgang Decke noch hier ist und noch nicht in Russland ist, angefordert wurde, ja, weil es in der Berichterstattung auch heißt, er hat in der Halbzeit, da stand es noch 0:0, dann in der Kabine mal ein paar kurze, deutliche Worte gesagt, die Taktik geändert, umgestellt. Also, das kann man nur empfehlen. Vielleicht ist er ja am Samstag dann mit dabei. Er telefoniert auch ständig mit dem Bundestrainer. Das ist uns hier berichtet worden. Das war ein Spiel gegen ein Team aus Stadtverordneten und dem Bürgermeister von Funkstadt, unserem ehemaligen Kollegen Patrick Koch. Es war gar nicht so einfach, es war auch warm. Wir haben 2:0 gewonnen. Der Christian Losch hat beide Tore erzielt. Und wir haben zu Null gespielt. Ich wollte jetzt heute gerade mal ausdrücklich unserem Torwart, der Katze von Nordhessen, ganz herzlich danken, Marc Wallmeister, zu Null. Aber er hat leider gestern nicht gespielt. Und deshalb, liebe Freunde, Sie wissen, hier wird nie übel berichtet. Hier wird immer sachlich. Hier wird jeder gleich schlecht behandelt. Also, die Jugend der Germania Funkstadt profitierte bereits vor dem Spiel vom Scheck unseres Landtagspräsidenten, den das Team gemeinsam mit der Organisatorin des Spiels, das war die Kollegin Heike Hoffmann, die das gemacht hat, überreicht hat. Und nun gehen die Spiele, nicht der Trainer, aber die Spiele gehen in die wohlverdiente Sommerpause. Und dann gehen wir davon aus, dass in der zweiten Hälfte des Jahres dann alles gewonnen wird. Lieber Wolfgang, dir noch einmal herzlichen Dank. Großartige Leistung insgesamt. Auch die Bilanz ist eigentlich sehr erfolgreich. Es bleibt dir immer das letzte Spiel hängen, und da haben wir gewonnen. Alles Gute. Ja, jetzt hätten wir einen Geburtstag zu begehen. Es ist noch gar nicht da. Was ist denn los, Dr. Wilken? Wird schon kommen. Ja, die Frau Kollegin Faulhaber hat heute Geburtstag. Das machen wir, wenn sie kommt, dann dazwischen.